246 Abgeordnete der Präsidentenpartei haben die Französinnen und Franzosen ins Parlament gewählt. Das reicht nicht für eine absolute Mehrheit und stellt die Frage, wie Staatschef Emmanuel Macron in Zukunft regieren wird. Eine Regierung der nationalen Einheit mit allen wichtigen parlamentarischen Gruppen wird es nicht werden. Das stellte der Staatschef in einer Fernsehansprache klar. Stattdessen müssten die übrigen Parteien in den kommenden Tagen deutlich machen, wie viel Verantwortung sie in der Nationalversammlung übernehmen und wie sehr sie kooperieren wollten. Es sei die Frage, ob sie in eine Regierungs- und Handlungskoalition eintreten oder nur einzelne Gesetze mitwählen wollten. Die politischen Gruppen sollten ihre Vorstellungen in aller Transparenz deutlich machen. Gespräche mit den Chefinnen der Oppositionsparteien in den vergangenen Tagen haben bisher keine Ergebnisse hervorgebracht. Dass ein Präsident nur eine einfache Mehrheit im Parlament hat, ist in Frankreich ungewöhnlich. Thank you.